Nicht in der ganzen AfD, aber doch in Teilen gäbe es extremistische Bestrebungen. So hieß es vor knapp einem Jahr vom Bundesverfassungsschutz. Mitglieder der JA hätten sich zum Beispiel pauschal verunglimpfend über Flüchtlinge geäußert. Schon im Sommer kündigte der rheinland-pfälzische Landtagsabgeordnete und JA-Bundesvorsitzende Damian Lohr an, gegen die Einstufung als Verdachtsfall vorzugehen, weil sie auf falschen Fakten basiere. Nach Monaten der Prüfung kommt nun die Klage. Der Verfassungsschutz beurteilt zurzeit nicht, ob jemand verfassungsfeindlich ist, sondern er nutzt dieses Instrument der Einstufung dafür, um Leute zu verunglimpfen, um die regierenden Parteien zu stärken, weil das ja natürlich medial dann auch Aufmerksamkeit auf sich zieht, wenn eine Behörde sagt, ja, da erkennen wir Bestrebungen dagegen, die dann letztendlich vom Verfassungsschutz nicht mal begründet werden, außer mit Luftblasen. Beim Bundesverfassungsschutz will sich heute niemand zur angekündigten AfD-Klage äußern. Auch der rheinland-pfälzische Verfassungsschutz hält sich bedeckt. Wenn es wirklich zur Klage kommt, dann wird es bei Gericht darum gehen, hat der Verfassungsschutz hinreichend gewichtige, tatsächliche Anhaltspunkte, die den Verdacht von extremistischen Bestrebungen erhärten. Und es wird um die Frage gehen, sind die Junge Alternative und der sogenannte Flügel überhaupt abgrenzbare Organisationen, die ein solcher Verdachtsfall sein können. Die geplante Klage der AfD könnte auch eine Flucht nach vorn sein. Denn in der Partei befürchten einige, dass der Verfassungsschutz die AfD bald offiziell beobachten könnte. Das könnte die Partei Wähler und Mitglieder kosten.